Okay. Andere Trucks. Andere Trucks. So, wo ist denn mein International Loadstar? Hm. Der Dan. Mit dem könnten wir auch mal wieder fahren. Hier der Tatra, ne? Der wäre noch eine Überlegung. Ja, der Six hier, ne? Doch, der Six, den will ich. Wo ist der? Im Nationalforst Yellow Rock. Viele Fragezeichen, ich sehe in Christians Gesicht. Ja, es muss frei gemacht werden. Das Portal? Hemi, ich respektiere dich. Du hast übelst Ahnung. Du hast aber so viel in Rätseln gesprochen. Jetzt stand ich bei diesem Portal. Und es ist nichts passiert. Und da ist nichts passiert. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, was du von mir willst. Ach, du musst die Aufgabe beim Portal aktivieren. Kann man das nicht einfach so sagen? Wie Hemi das jetzt gesagt hat? Sollte jetzt so ein kleines Mantra für mich sein. Keine Ahnung, ist das so? Jetzt schreibt wieder einer Nein. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Irgendwie ist es heute ein komischer dritter Advent. Ja. Ja. So, was hat denn der für Schlappen drauf? Schlamm. Soll ich dort jetzt wirklich die Aufgabe? Ah, das Portal ist doch frei! Tröstet Christian mit ein paar Nicknacks. Ja! Du musst dort mit dem Don bei Vollmond hin. Wenn der Wind aus Südwesten kommt. Sehr gut! Ja, das wollen wir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, wir müssen hier mal wieder die Verfolgung starten und wir müssen Zement holen. Das sollte ja hier ganz entspannt sein. Oh Gott. Was ist heute los? So, Zement. Wir haben mit dem Six auf jeden Fall uns auch einen schönen Truck jetzt hier noch mit auf die Map geholt. So, gehen da jetzt erstmal Zement holen. Viel Alkohol, ja. Gott, wird das eine Umstellung sein, wenn man dann wieder auf einer Map ist, wo dann wirklich krass viel von ihm erwartet wird. Und hier ist er wirklich eher so entspannt. Was ich aber auch mal feier. Für mich ist es eigentlich die perfekte Map, um bei SnowRunner wieder reinzukommen. Um einfach erstmal wieder so ein bisschen, ja, machst hier so ein bisschen da, Tiddeltaddeli, Kakali da und ja. Alles cool. Alles gut. Ich habe bei dem Portal nichts anderes gemacht, als benutzt, um zur nächsten Karte zu kommen. Danke, Nadrek. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, was der Hemi dort möchte.
es muss frei gemacht werden, hat er gesagt. Aber es ist ja kein Schloss davor. Es ist ja kein Schloss davor. Wer hat eigentlich entschieden, dass das Portal nicht mehr erstes Ziel ist? Wer hat eigentlich entschieden, dass das Portal nicht mehr erstes Ziel ist? Hä? Das habe ich zum Daniel auch gesagt, aber er will nicht wieder reinspielen. Ach so, okay. Ah, der Nindanio. Nee, will er nicht mehr. Na, ist aber okay. Ist aber okay. Aber ich bin mir sicher, Natrik, der Moment wird kommen. Der Moment wird bestimmt mal wieder kommen. Gutes Deutsch, du haben tun. Ich lese ich eigentlich immer falsch vor? Jetzt unterhält sich der Hemi hier über Wrestling im Chat. Wir müssen hier noch Dinge klären. Meint es Beanie? Okay, dann sag nicht du. Dann schreib bitte Ed Beanie. Ihr macht mich kürre heute. Heute brauche ich nach dem Stream wirklich einen Schnaps. Bin ich mir sicher. Ich könnte auch einfach mal auf der Straße fahren. Am besten 3. Okay. Warum 3? Weil auf Ehenbeen steht sich schlecht? Okay, und was ist dann mit dem dritten Schnaps? Was gibt's dort für einen Spruch dazu? Aber am besten fand ich vorhin von Essie Later, du musst dort mit dem Dan bei Vollmond hin. Wegen dem Portal. Okay, einfach nur wegen dem Portal. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Okay, das ist ein Argument. Von Isit. Dann heißt es Kolorpol. Dann den Flügel dann transportieren. Oh, da freue ich mich aber schon wieder ein bisschen drauf. Ah, so eine besondere Ladung transportieren ist immer cool. So, Zement bitte. Eigentlich ist das hier die Wege nicht so schwer, ne? Aber trotzdem muss ich immer wieder gucken. So ist ja eigentlich nur ganz entspannt Straße. Wieder mal. Mit eventuell tanken. Was ist hier? Das macht mich so fertig. Ich bin so richtig getriggert. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Okay, Beanie. Ich musste alle Portale freischalten, ne? Ich musste zwar nur zu einem Portal Zeug fahren, die vorherige Sperrung galt aber für alle Portale. Okay, Hemi. Okay, aber bei mir sind ja keine Schlösser bei den Portalen. Mal dort war eins, ne? Dann war doch hier links irgendwo eins, oder? Hier oben, genau. Aber bei mir ist ja alles cool. Haben wir verschiedene Versionen, Hemi? Kannst bestimmt mit dem Six auch da der Kupplung hoch hat. Leute, seht ihr, womit ich mich manchmal...
kann es bestimmt auch mit dem 6, auch da der die Kupplung hoch hat. Da der Kupplung hoch hat. Ach, du wehnst weg mit dem 6, dass ich mit dem 6 das Windrad, den Flügel. Ja, geht. Warum soll das nicht gehen? Vollkommen richtig. Aber ich will halt mal wieder Kollop fahren. Und einfach damit so meine Lieblingstrucks mal so langsam wieder alle beisammen sind. Hoch da der Kupplung hoch. Da ist in Jelemde. Hoch, dat er Kupplung hoch, da ist in Jelemde. Ich lese einfach gar keinen Chat mehr. Ich lese heute gar keinen Chat mehr. Ich glaube, ich spiele hier einfach nur. Und quatsch einfach so ein bisschen vor mich hin. Wart ihr gestern alle auf einer Weihnachtsfeier? Oder wart ihr gestern auf dem Weihnachtsmarkt und habt alle ganz viel Glühwein getrunken? Oder habt ihr Krämpfe in den Fingern? Das kann ja alles sehr gut möglich sein. Wir müssen nur drüber reden. Und reden ist, glaube ich, fast besser heute, weil schreiben klappt irgendwie nicht so gut. Bei einigen. Oh, guck mal, Nadrik hat sogar Kommasetzung drin. So nervig Flugzeugteile damals waren, aber es war einfach episch. Nadrik, ich möchte dir für diese wunderschöne Chatnachricht danken. Mit Kommasetzung, Groß- und Kleinschreibung. Gut, Flugzeugteile wird zusammengeschrieben, am Ende wäre ein Punkt noch richtig geil gewesen. Aber das ging jetzt so wie Zucker. So wie Zucker war das gerade in meinem Mund. Das war toll, das so lesen zu dürfen. Ist auf jeden Fall besser als hoch dat er Kupplung hoch da ist in Jelemde. Wow. Wow. Hier ist doch Glühwein im Spiel. Hier ist heute definitiv Alkohol im Spiel. Ich bin mir ganz sicher. Ich werde hier heute Kürre gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine linke Augenbraue fängt schon an zu zucken. Also wenn dann irgendwie mein Mundwinkel, ich dann anfange so da zu sitzen. Warnt mich. Und dann nicht einfach nur so ein Spruch wie Christian, dein Mohund, sondern wirklich eher sowas wie Christian, hör auf für heute. Hör einfach dann auf. Hier ist gleich Ende, Gelände. Ich denke auch. Ich verteile hier die ganze Zeit gratis Glühwein und Bier. Tut mir leid. Süppchen, das wäre aber wenigstens mal eine Erklärung. Habt ihr euch alle irgendwo getroffen? Ich bin mir ganz sicher. Mann. Ey, der Thomas, 24. Monat. Mensch, das ist eine besondere Zahl. 2 Jahre Sub. Ey, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, lieber Thomas. Und ich grüße dich ganz lieb zum 3. Advent. Ich hoffe, ich weiß, du verstehst den Zusammenhang nie, aber ist mir scheißegal, weil ich kriege hier nämlich manchmal auch Nachrichten, wo ich einfach den Zusammenhang nicht verstehe. Deshalb kriegst du jetzt als Rache, obwohl du gar nichts dafür kannst und ich mag dich, du kriegst jetzt auch was ohne Zusammenhang. Ich hoffe, du warst gestern nicht auf dem Weihnachtsmarkt und hast Krämpfe in die Finger und schreibst ordentliche Chatnachrichten. Du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Ich weiß, aber schön, dass du da bist. Und danke für den Prime-Sub. Danke. Wie glücklich man Christian mit Satzzeichen machen kann. Auf jeden Fall, Nadrik. Und er hat einen Punkt hinten gemacht. Bei Nadrik, seinen Nachrichten, kann ich echt Buntstifte rausholen. Da ist wirklich Subjekt, Prädikat, Objekt. Da ist alles drin. Das ist für uns Grammatik-Fetischisten ist das einfach genial. Mich triggern die fehlenden Warnleuchten. Hab schon Schaum vorm Mund. Auch da, Nachricht. Okay, Inhalt unterhalten wir uns später. Aber oh, Groß-Kleinschreibung und Satzzeichen. Ich gehe feste. Hier geben sich Leute echt Mühe. Thomas, schönen 3. Advent wünsche ich euch allen. Groß-Kleinschreibung, Satzzeichen. Wie geil ist das denn? Oh. So. Oh. Ey, die Map ist eigentlich so einfach und ich bin fix und alle irgendwie gerade. Fix und fertig.
So, ich wollte doch nur den Zement abliefern. Kollege, Grüße. WB Yesman, hast nichts verpasst. Oh Mann. Oh Mann, heute ist was los hier. So, einmal Zement. Sehr schön. So, jetzt wird Zeit für den Flügel. Dann park mal hier mal. So, und ich will meinen... Erstmal muss ich dann das Ladekabel gleich holen, aber... Wo ist mein Kolob? Bin ich jetzt schon drüber gehuscht? Nö. Da! Auch in Yellow Rock! Ein Kind droppen Alkoholsoffe. Muss noch Lasser fahren. Nix. Oh Gott, Hemi. Bei Hemi ist was los. Aber er hat wenigstens Punkte verwendet. Schön. Walla-Krise. Walla? Ach, guckt mal. Hier haben wir uns ja für die eine Aufgabe damals vorbereitet. Ich erinnere mich. Okay, Anhänger lösen. So. Bergen. Wie war eure Weihnachtsfeier gestern, Christian? Soweit okay. Es gab keine besonderen Vorkommnisse. So kann man es wohl zusammenfassen. Ne? Und ich habe mich eigentlich so auf das Essen dort gefreut, Thomas. Das war aber leider nicht so pralle. Leider. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stimmt es mich eigentlich gleich wieder komplett traurig. Und das merkt eigentlich, dass ich so ein kleines, wobbliges Kind bin. Was sich aufregt, dass da keine Bonbons mehr hat. Gefühlt ist es gerade so. So, bis auf die globale Karte. Ach, Leute. Heute, ey, ich könnte ja eigentlich echt einen Schnaps trinken. Jetzt muss ich erst noch mein Kabel holen. Warte mal. Falsch rum. Ja, so klar, ne? 50-50 Chance. Natürlich hast du den Stecker falsch rum. Mein Leben ist manchmal so traurig. So. Erstmal diesen kleinen Pinüppel hier. So. Trucklager. Der gute Kolob. Der hat ja, glaube ich, eh bloß Matschreifen gehabt, ne? Der hat ja, glaube ich, keine Kette und sowas gehabt, ne? Genau. Slam. Federung war die aktive, genau. Mehr ist erstmal nicht wichtig. Ach so, Rahmenzusätze, hohe Kupplung. Ah, der hat ja eh den... Der hat eh den Standriss. So viel dazu, Leute. Ach, es ist schön, den Kolob hier mal wieder zu sehen. Und das schreibe ich mit einem PlayStation 5 Controller. Kann mir einer sagen, wo ich das... Pum, pum, Punkt finde. Das Ad. Ach, das Ad. Aha. Beanie schreibt die ganze Zeit mit einem PlayStation 5 Controller. Wow. Wow. So, wir sollen... Oh, warum macht er die Aufgabe immer wieder weg, ne? Verfolgung starten. So, welches Rotorblatt soll ich denn mitnehmen? Warum das? Warum denn nicht das? Oder warum denn nicht... War hier oben nicht auch noch eins? Nee. Aber irgendwo war ja noch eins. Ey, ich will mich jetzt echt hier nicht stur stellen. Ich nehme jetzt das Rotorblatt mit, wo die sagen, das soll ich mitnehmen. Ist okay. So, wir müssen links rausfahren. Dann einfach der Straße folgen, immer der Straße folgen. Eigentlich eine komplett langweilige Fahrt. Wo war das Rotorblatt jetzt? Dann einmal... Oh, markier doch mal die Straße. Der Monk in mir will's so. So, dann hier einmal durchs Dorf. Dann einmal, ja, wie mache ich das dann hier? Okay, hier fahren wir dann einmal so, so, so. Weil es steht doch mit der Deichsel, mit der Kupplung. Weh schon, Mann, wo ich mich dranhänge. Steht da so rum. Dann kann ich den Weg dann eigentlich auch direkt wieder zurück.
Ich hätte natürlich auch hier so fahren können. Ja. Oh, Christian. Du machst mich fertig heute. Okay, nochmal neu. Wir fahren so. 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 Wo. 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 Anhänger. Fertig. Mach Luftlinie mehr Fun. Ich mach hier gar nicht mehr, was ihr mir sagt heute. Gar nicht. Ach, herrlich. Herrlich. Naja, aber so wird ein Stream ohne langweilig, ne? Kriegt ihr echt gut hin heute. Ach, die schreckhafte Hupe, ich erinnere mich. Ach, der gute Kolob. Haben wir die Federung eigentlich oben? Ah, jetzt. Ah, jetzt. Bausimulator habe ich gestern im Kaufland gesehen für 40 Euro. Ist aber okay, der Preis. Der ist aber wirklich okay. Ach, bei Black Cobra hat er oben gefragt. Ja, ich spiele den auf der PlayStation 5, den Bausimulator. Also auf Konsole. Bin auch am Überlegen, mir den Bausimulator zu holen. Wenn ich mit dem aktuellen Game durch bin, was ich mir vor kurzem geholt habe. Was hast du dir denn für ein Game geholt, Cobra? Vor kurzem? Naja, ist jetzt halt einfach mal Straße erstmal, ne? Das Rotorblatt. Ich mag den Kolob einfach. So ein toller Truck hier. Und wie lange ich gebraucht habe, die Vorzüge von diesem Truck zu entdecken. Ja, Chunk war damals schuld, das weiß ich bis heute. Aber ja. Ist halt einfach eine geile Kiste. Geile Kiste. Ja. Diese Hupe. Mafia 1 hast du dir geholt. Okay, hatte damals Mafia 2 angefangen. Und dann den dritten Teil. Den ersten hole ich jetzt nach und ich liebe das Spiel jetzt schon. Na, ist doch geil. Schön. Sehr gut. Mafia 3 sollte ja so ein bisschen eher scheiße sein, ne? Wie findest du eigentlich, dass man in Gran Turismo 7 endlich die Autos wieder verkaufen kann, Christian? Wunderschöner Satzbau, Thomas. Und danke für die Satzzeichen. Da muss ich euch triggern ein bisschen. Das ist einfach so. Also ich finde das natürlich cool, aber ich habe ja auch Gran Turismo jetzt auch schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt. Aber an sich wurde es ja mal Zeit, dass das geht mit den Autos verkaufen und so weiter. Aber ich kenne mich ja und ich weiß halt, dass ich mich schwer tue, also wenn ich dann Gran Turismo mal wieder reingucken sollte, mich schwer tue, bei meinen gesammelten Autos erstmal wieder welche zu verkaufen. Weil ich, das ist eh so eine Macke bei mir, ne? Ich dann immer sage, oh, das hast du doch aber erspielt und ach, und das hast du mal mit dem Auto gemacht und vielleicht kommt ja mal wieder irgendeine Aufgabe, wo du das Auto brauchst und dann hast es und dann verkaufe ich es wieder. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch. Seit welchem Patch geht das mit dem Autoverkauf in Gran Turismo? Musst du einen Thomas mal fragen. Ich glaube mit dem letzten Patch, ne? Man soll doch die Autos sammeln und nicht verkaufen. Ja, Nadrek, so sehe ich das ja auch irgendwie, ne?
So sehe ich das ja irgendwie auch. Stehen überall die Kollegen rum. Grüße. Kommt auf die Autos drauf an. Ja, hast ja erstmal recht, ja. Würde ich nur nutzen, wenn es doppelt ist. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Da war was drauf gemalt. Warte mal, das will ich mir gerade ganz kurz angucken. Na, drauf gemalt. Sein. Hab keine Ahnung. Seit dem letzten Update zum 25. Jubiläum, okay. Das soll das ein Panzer sein? Irgendwas? Was weiß denn ich? Ey? So, einmal durchs Dorfe hier. Oh, haben sich die Zäune wieder erschreckt. Oh. Mupp. Hoppala. So, dann werden wir mal gucken, ob wir den Weg dann einfach auch zurückfahren werden. Weiß es nämlich noch nicht so richtig, weil der andere ist halt. Wohl geht. Oh, na, überlege ich mir noch. Ich muss da noch mal ein bisschen in mich gehen. Wie das klingt. Aber genau so ist es. Da ist ja nun mal. Oh. Ein extrem langer Auflieger. Könnte einen T-34-76 darstellen. Ach, was auf dem Bild dort war. Der Hemi wieder, ne? Oder vielleicht doch ein C3PO. Was soll ich darauf sagen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So. Oh Gott, Killersteine. Das sollte doch klappen hier, oder? Schön matschig hier. Das juckt ja unseren Kollob, ne? Wird es dieses Jahr eine Drei-Nasen-Weihnachtsausgabe geben? Ist geplant auf jeden Fall. Ich hoffe, wir schaffen es auch noch. So, wir sind da. Okay, wenn ich mir das hier mal so angucke, müssen wir sowieso den Weg wieder zurück. Weil es wird ein bisschen schwierig mit dem Wenden sonst. So. Das ist eine Fracht. Warnleuchten an, ne? Ganz klare Geschichte.
glaube, wir sollten wirklich lieber so zurückfahren. Dann hier so eben mal durch die Pampe. Das kriegt man schon irgendwie hin. Dann den Weg hier nochmal so. Irgendwie durchs Dorfe. Dann erleben die wenigstens Oma was. Und dann halt hier den Rest dann halt wirklich Straße. Dann halt, ja. Würde ich schon... Stimmt, übelst krasser Umweg, ne? Aber... Ey, ich mach das so. Ich entscheide jetzt. Ich mach das so. Vorher muss ich ihn hoch. Ich fahre hier schon mal... Ich setz hier schon mal an. Schön ausholen hier. Das... Tank Mechanic Simulator? Ey, Hemi, den habe ich mir tatsächlich runtergeladen, aber tatsächlich noch nie angefangen. Weil ich den halt beim Lindanio damals gesehen hatte im Stream. Und das irgendwie ziemlich cool fand. Jetzt hier mal die einigermaßen ordentliche Straße wenigstens. Ah, ist schon eine geile Fracht mal wieder, ne? Ich feier sowas. Licht! Ja, du hast vollkommen recht. So, wir müssen Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Wir machen mal ein ganz kurzes Pinkelpäuschen, ihr Lieben. Wir machen mal die Zeit ein bisschen vor wieder. Ne, wir sind ja schön Wetterpiraten, wir kennen das. Und los! Bringen wir... den Flügel mal dorthin, wo er hin soll. In der Hoffnung, dass die Steine mich jetzt hier nicht ärgern. Das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Aber es ist ja nun mal erst ein Flügel. Da fehlen ja nun mal noch welche. Seeritter, danke für den Follow. Grüß dich. Müssen wir mal ein bisschen ausholen. Schon eine ordentliche Fracht. Bisschen konzentrieren. Dann sollte das doch hier klappen. Doch gleich im Dorf sein, oder? Na, klappt das mit dem Baum da? Ja. Anscheinend ja. Ich hab's geschafft, dann du wohl auch. Alles klar, Seeritter. Okay. Und einmal durchs Dorf.
Klappt das? Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, jetzt ist eigentlich, kommt der entspannte Part. Eigentlich Straße und gib ihm. Und gib ihm. Hopp. Ah, weil ich nach hinten geguckt habe. Alle gesund? Alle munter? Passt. Passt. Orientierung wie eine Bockwurst mal wieder, ne? Klappt das hier? Nicht nach hinten gucken, Leute. Das wird schon klappen. Bisschen holprig hintenrum, aber ist in Ordnung. Ja, man muss auch trotzdem auf der Straße ein bisschen aufpassen. Nimm mal einen Schluck Kaffee für die Durchsicht. Ist alle. Hemi ist tatsächlich alle. Was soll ich machen? Ist halt leer. Nicht so mega spannend, aber man freut sich, wenn es erledigt ist. Ganz klar. Diese schöne Hupe. Guck mal, wir sehen die Windkrafträder schon. Das Ziel ist in Sicht. Ja, gern tanken, ne? Ja. Kann den ja hier kurz mal stehen lassen. Und weiter. Sehr gut. Oh, Leitplanke, klappt das? Ah, gut gegangen.
Alles cool. Nicht mehr weint. Es fängt so nah an zu pissen. Junge! So. Und jetzt hier rein. Kämpft da die letzten Meter nochmal. Die Dose Danish Butter Cookie ist alle. Verdammt. Oh no. Wir sind gleich da. Haben wir! Hängt da jetzt ein Flügel dran? Ach, ich seh's. Ich will's aber sehen. Dann bestimmt von weiter weg dann mal gucken. Kommt das Format auf einen Kaffee wieder oder nicht mehr? Fand das immer top. Cobra, wenn sich die Gelegenheit bietet, natürlich. Natürlich. So, haben wir. So, jetzt hat sich hier natürlich was Neues. Hochspannung. Ah, zum Institut. Ore, danke dir für den Follow. Ist auch wieder woanders. Stahlträger, Verbrauchsgüter. Ich würde fast mal sagen, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir hier oben den Six schnappe und mit dem hier drüben im Kernland mal ein bisschen gucken fahre. Ich glaube, so machen wir das auch. Ich schnapp mir den Six. Der hat wirklich so schön Sprit im Gepäck. Und dann gehen wir da mal gucken, was dort so Abi geht. Müssen gucken. Hängt schon ein Flügel. Das dreht sich. Haben mit dem Flügel gleich drei draufgeknallt. Du kriegst die Tür nicht zu. Tatsache. Wow. So, Leute. Erster Trip zur nächsten Map. Kernland war das, glaube ich, hier das Portal. Das ominöse Portal, was ja heute schon ein paar Mal Thema war. So, was haben wir denn hier? Belozerska Lichtung. Jetzt mach sie so spannend. Oh! Okay. Ach, Türmchen gibt's hier nicht. Doch, dort oben irgendwo. Okay.
Das waren sogenannte Matruschka-Flügel. In den großen waren zwei kleinere versteckt. Das ist sehr gut möglich. Das ist sehr gut möglich. Matruschka, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Das ist ja interessant hier. Naja. Mal sehen, was uns hier so für Schabernack erwartet. Ich fahre einfach erstmal so die Straße so ein kleines bisschen. Was ist denn das für ein Weg? So viel dazu? Okay, da geht's hier einfach nur so rum. Wir fahren mal die Straße weiter erstmal. Vielleicht erlebt mal hier eine kaputte Brücke? Ich weiß es nicht. Feld. Kommt gleich. Ah, Seeritter, nicht spoilern, bitte. Nicht spoilern. Wieder so ein kleines Dörfchen. Will man hier mal nach links? Will man nach rechts? Wo will man hin? Rechts würde es... Ey, guck mal, wie viel hier hinten ist. Aber kein Turm. Ich glaube, ich fahre da wirklich erstmal nach links hier. Hier ist eine Aufgabe, die nehmen wir natürlich an. Merke ich gerade, um die kleinen Aufgaben haben wir uns drüben ja jetzt gar nicht gekümmert, aber okay. Wir werden es überleben. Ja, dann fahren wir mal hier lang. Hauptsache ein Ortsausgangsschild. Das ist wichtig. Dass hier kein Turm hier unten ist, ist ja faszinierend. Ach, Grinding-Ausgaben immer top, das ist lieb von euch. So, wenn ich hier rechts fahre, scheine ich ja zu einem Turm zu kommen direkt, ne? Tja, fahre ich jetzt hier so? Bin ein bisschen verwundert, um ehrlich zu sein. Hier lohnt sich der Prototypen-Anhänger. Stimmt, den gab es ja auch noch. Stimmt. Den habe ich ja schon wieder total... total verdrängt. Das stimmt allerdings. Na gut, der Zug ist jetzt gerade abgefahren. Jetzt fahren wir hier halt mit dem Six erstmal. Mal gucken. Oh, was liegt denn da hinten? Umgekippter Anhänger. So, noch mal kurz gucken. Waren gleich hin, wenn wir eh mal hier sind, ne? Ist es gerade wirklich passiert? Wird sie fragen, oh, was ist denn hier? Ich will hier mal wieder zurück. Schon erstmal einfach den. Warte mal, ah, jetzt nicht umkippen hier. Genau diesen Radaranhänger. Genau den meint er. Ja, das stimmt, der hat sich gelohnt. Müssen wir mal, ich hoffe, ich denke dran, vielleicht dann bei der anderen Map mal einsetzen. Oder vielleicht fahren wir dann nochmal hierher. Gut, fahren wir erstmal weiter.
da hinten ist irgendwas. Was ist denn hier? Ja, hier ist auch was hier unten. Seht ihr das? Du ahnst es nicht. Ha? Jetzt echt, ich biege hier mal ab. Ist ein bisschen komisch. Als ob Geld da eine Rolle spielt. Ja! Schon richtig. Was ist denn hier? Hier sind auch Schienen. Oh Gott. Killerbäume? Ah, da war einer. Hä? Gut, hier haben wir wieder so einen kleinen Verladebahnhof oder so ein Lager dann wahrscheinlich irgendwie. Na, komm auf die Schiene! Oh, was tut er? Aufgabe. Ein Upgrade. Na, ein neuer Motor für einen Traktor. Na, jetzt auch nicht schlecht, ne? So, hier sind Schienen. Tja, jetzt sehe ich natürlich nicht, was das dort war. Ah, jetzt fahre ich natürlich aber hier erstmal weiter. Oh. Ein Bagger. Was steht da wohl auf dem Schild? Irgendein verseuchtes Gebiet hier wieder. Irgendwas? Hm. Irgendein Verladeding hier wieder? Irgendein Lager oder so? So ein übelst krasser Schrottplatz. Sollte man hier eh mal eine Runde durchfahren? Weil hier irgendein krasser Scheiß liegt? Fühle ich jetzt gerade nicht so. Mal hier einmal den Wendehammer mit. Sieht schon aus wie Sau, ne? Fahren wir jetzt hier mal rechts. Hm.
Dinge. Ja. Bin halt gerade im so Lucky-Lucky-Modus. Da rede ich immer nicht so viel, ich weiß schon. So, jetzt ist halt die Frage, ne?